Wir tippen den 24. Spieltag der Landesliga Harmonia mit Bosniens Trainer des Jahres. Haris Tahirovic. Richtig. Haris, wir wollen ein bisschen tippen und fangen gleich mal an mit der Kracherpartie. Sperber gegen den TSV Uetersen bei Sperber. Ja, ich denke, dass Uetersen da klar gewinnen wird. 0-2. Hast du Torschützen? Leider nicht. Oh, die Arroganz an der Kreuzkirche. Man kennt keine anderen Spieler, weil man sich sicher ist, dass man seine eigenen Spiele gewinnen will. Dann haben wir Blau-Weiß 96 gegen HIBC. 3-0 für Blau-Weiß 96. Ich denke, Selçuk Turan und seine Elf werden das schon richten. Wer macht die Tore? Selçuk Turan. Selçuk Turan macht die Tore, ja, wunderbar. Selçuk, wenn du so gut drauf bist, dann gönne ich sie dir die Tore. Dann haben wir HSV 3 gegen ETV. Es ist ja ein großer Konkurrent von euch. Ich würde sagen 5-0. Da schließe ich mich dir nicht an. Ich denke 0-5. 0-5, alle Achtung. Wer macht die Tore? Der Eimsbüttler TV. Der Eimsbüttler TV macht die Tore. Haris Seirovic, Hausaufgaben. Du kriegst von uns ein Sportmikrofonheft mit den ganzen Namen und Kaderlisten. Dann weißt du auch, wer wo spielt. Wir haben Alzertal Langhorn gegen den SV Blankenese. Die Jungs aus Blankenese sind nicht schlecht. Ja, die sind ganz stark. Wir haben 2-2 gegen die gespielt und die können. Gut sind sie dann ja doch nicht. Nee, die können schon was. Also so schlecht sind sie gar nicht. Ja, dann brauche ich von dir natürlich noch ein Ergebnis. 1-1. Für wen? Für 1-1. 1-1 für 1-1. Heißt also Punkteteilung zwischen Alzertal Langhorn und Blankenese. Dann haben wir noch TBS Pinneberg gegen den TSV Sasel. Ich denke mal, dass Andreas Reinke machen wird. Ich hatte unter ihm gespielt beim SC Concordia und 0-1. Torschütze, musst du nicht fragen. Ja, das wollte ich gerade nachhaken. Also hast du dich gerade noch ein bisschen rumwindeln können. Also Auswärtssieg für Sasel. Dann haben wir den SV Lied gegen den Wedeler TSV. Da gibt es nur einen Sieger. Ja, und das ist das Unentschieden. 0-0. Es gibt nur einen Sieger und das ist das Unentschieden. Also so sieht's aus. Also 0-0. 0-0, das würde uns gut tun. Torschützen wird schwer. Wird schwer mit den Torschützen. Jetzt haben wir natürlich noch eine Partie, die, wie ich finde, an diesem Spieltag besonders gut auffällt, weil sie besonders wichtig ist. UH Adler empfängt den Teutonia 05. Schöner Kunstrasen, euer Ding, oder seid ihr auch mehr so die Bolztruppe? Kunstrasen. Aber seid ihr mehr die Bolztruppe oder ist das ein guter Platz für euch? Was bedeutet denn Kunstrasen? Kunstrasen heißt eine spielerisch starke Mannschaft. Das kommt uns entgegen. Also 0-2. Jetzt hoffe ich aber, und ich wäre sehr enttäuscht, wenn du mir das nicht sagen kannst, wer macht die Tore? Wer macht die Tore? Der Trainer natürlich, nein. Es ist egal, wer den die... Den Pass hast du noch. Den Pass habe ich noch. Ich sag mal, Andi Friebe und Julian Uschko wären nicht schlecht. Ja, Andi Friebe macht ein Tor, nachdem er bei Rewe die Kasse geschlossen hat. Und ja, dann habt ihr drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die haben wir, die werden wir haben und die werden noch uns gut geschrieben, ja. Dann bedanke ich mich bei Haris Tahirovic und hoffe, dass sein Sohn, der ja bald auf die Welt kommt, dann auch die Spielerlisten und Kader besser auswendig kennt. Danke.